Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuerscheinungen für den Oktober an. Ja, irre, wie die Zeit vergeht. Wir sind dann im Grunde schon im letzten Viertel des Jahres angekommen und ja, das ist echt verrückt. Ich habe 6 spannende Bücher gefunden. Ich finde es gut, dass der Oktober scheinbar so ein bisschen weniger an Neuerscheinungen hat, was mich zwar ein bisschen wundert, weil an und für sich ja eigentlich die Frankfurter Buchmesse stattfindet und da ja doch immer ja mehr Neuerscheinungen da sind. Aber ich finde 6 Bücher tatsächlich ganz okay und davon sind auch 2 Fortsetzungen und ja, ich denke, wir beginnen jetzt einfach mal. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr euch die nochmal näher anschauen wollt, die Klappentexte vielleicht durchlesen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Und wir starten mit einem ja, Workbook, wenn man so möchte, und zwar jeden Tag ein bisschen glücklicher. Ein Inspirationsbuch, Mehr Achtsamkeit im Alltag von Jasmin Ahrensmeier. Das erscheint am 12. Oktober. Ich bin ein großer Fan von Jasmin. Ich mag ihren YouTube-Kanal schon seit einigen Jahren. Ich finde es toll, wie sie uns ihr Leben in London zeigt, wie sie uns in Vlogs so ein bisschen mitnimmt, wie sie ja Produkte präsentiert, wie sie Favoriten zeigt, ja, wie ja, sie uns im Grunde durch ihr Leben führt. Und sie hat, glaube ich, schon relativ früh in dem Jahr erzählt, dass ein Buch geplant ist, dass sie dafür dann auch immer mal in den Vlogs erzählt, wenn sie Fotos und Ähnliches macht. Und ich mag ihre besondere Art wirklich sehr, sehr gerne. Und ich hatte von ihr auch schon das Bullet Journal Buch, wo sie so Tipps und Anregungen gegeben hat. Und mit hatte meinte ich tatsächlich, dass ich das einer lieben Freundin geschenkt habe. Und ich glaube, mittlerweile ist das so im Freundeskreis immer mal irgendwie unterwegs, weil ich ja vom Bullet Journal erstmal wieder weggegangen bin zu einem Filofax und mir aber tatsächlich 3-4 Dinge aus diesem Buch auch in meinen Filofax übernommen habe. Also Jasmin inspiriert mich immer, immer wieder. Und ja, so hoffe ich das natürlich auch bei diesem Buch. Es heißt hier so schön, Inspiration für alle Sinnsucher. Selfcare ist nicht immer ein langes Schaumbad. Slow Living muss nicht langsam sein und Minimalismus ist auch etwas für Leute mit vollem Kleiderschrank. Jasmin Ahrensmeier denkt in ihrem 3. Buch mit erfrischender Leichtigkeit über die aktuellen Lifestyle-Themen und Trends unserer Zeit nach. Sie erzählt inspirierende Geschichten aus ihrem Lebens- und Arbeitsalltag und stellt praktische Lösungsansätze verschiedener Experten vor. Ausgehend von einer Bestandsaufnahme und dem Blick auf und in sich selbst führt sie systematisch durch unterschiedliche Lebensbereiche wie Ernährung, Arbeit, Zuhause oder Familie. Sie bietet in allen Kapiteln Anregungen zum Nach- und Mitmachen an und liefert allen Fans der Bullet-Planner-Methode wieder zahlreiche passende Journaling-Prompts und liebevoll gestaltete Vorlagen. Ein Buch, das hilft, eine gesunde Aufmerksamkeit für sich und sein Umfeld zu entwickeln und jenseits allen Hypes entspannt seine individuelle Werkzeugkiste mit Mitteln für ein glückliches Leben zusammenzustellen. Eine undogmatische Orientierungshilfe, wie wir in Kopf, Körper und Leben Ordnung schaffen und damit jeden Tag ein bisschen aufgeräumter und gelassener werden können. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, ich stehe nicht unbedingt am Anfang dieser Reise, sondern bin mittendrin und ich kann mir vorstellen, dass das Buch vielleicht sich tatsächlich eher an Anfänger richtet, die erstmal mit irgendwas beginnen wollen. Aber ich finde, dass man immer wieder frische Impulse braucht, neue Inspiration, neue Gedankengänge und immer wieder wiederholen hilft hier definitiv. Und ich mag einfach ja, die Sicht auf die Welt, die Jasmin in ihren Videos hat und wenn sie das wieder in ein Buch verpackt, ja, freue ich mich sehr. Und auch über die Bullet Journal, ja, Seiten, Vorlagen freue ich mich. Denn ich übertrage doch so einiges, was ich da als hilfreich mitgenommen habe in meinem Filofax. Ich habe ja auch Dotted Blanco Seiten sozusagen für meinen Filofax und habe so einiges auch von Ryder Carroll weiterhin in Übernahme und ja, bin hier einfach gespannt, was sie zaubert. Ihren YouTube-Kanal packe ich auch mal in die Infobox. Wenn ihr sie vielleicht vorher einfach kennenlernen wollt, guckt da gerne mal rein. Ich mag solche Bücher, ich mag solche Themen und dementsprechend, ja, freue ich mich da sehr drauf. Dann erscheint am 13. Oktober das neue Buch von Kira Mohn, Wild Like a River, ist der Auftakt der Kanada-Reihe. Und Kira Mohn ist ja die Autorin der Leuchtturm-Trilogie, die ich ja wirklich sehr, sehr gelungen im letzten Jahr fand. Besonders der 1. Teil und der 3. Teil hatten mich ja super überzeugt und ich habe die gehört. Ich hoffe auch, dass es diese Reihe wieder zum Hören gibt, weil für mich ja Wohlfühlromane beim Hören immer am besten funktionieren. Habe aber dazu noch keine Info gefunden. Der 2. Teil erscheint dann im Januar, tatsächlich schon des nächsten Jahres. Es ist
Ja, es geht definitiv sehr, sehr schnell. Und ja, nicht nur das Cover finde ich sehr schön, sondern auch den Klappentext. Heaven lebt als Tochter eines Rangers in einem von Kanadas Nationalparks. Nirgends fühlt sie sich so wohl wie in der wilden Natur, weit ab von allen Menschen. Touristen geht sie lieber aus dem Weg, vor allem wenn sie sich so dämlich verhalten wie Jackson. Er will mit einem Freund wandern, aber die leichtsinnigen Städter bringen sich direkt am ersten Abend in eine gefährliche Situation. Heaven hilft ihnen in der Annahme, dass sie anschließend abreisen. Doch stattdessen überredet Jackson sie, ihm ihre Welt zu zeigen. Und plötzlich ist da jemand, der all das, was sie bisher allein erlebt hat, mit ihr teilt. Ein verwirrend schönes, aber auch schmerzhaftes Gefühl, denn Jackson muss bald wieder zurück in seine eigene Welt. Und ich finde, das klingt so nach einer Freundschafts-Liebesgeschichte mit Irrungen und Wirrungen. Und dazu sind wir in der Wildnis von Kanada gefühlt auch mal etwas anderes. Und ich freue mich darauf. Ich finde, es klingt richtig schön. Kira Moon hat in ihrer Leuchtturm-Trilogie ja sehr locker über drei Frauen erzählt in der Geschichte. Jeden Teil war eine andere Protagonistin. Und es war locker, aber tiefgründig. Und es hatte für mich auch immer bei diesen Liebesgeschichten so diesen Romantik-Flirty-Aspekt und war nicht immer so eine Insta-Love, so hier bin ich, freu dich, sondern es war immer sehr schön. Und ich hoffe, dass sie das mit Wild Like a River auch wieder so in mir begeistern, hervorbringen kann und dass ich mich in dieser Geschichte dann auch zu Hause und heimelig fühle und freue mich definitiv auf dieses Buch. Auch auf das nächste Buch freue ich mich und das ist eine der genannten Fortsetzungen. Es ist nämlich A Single Touch von Ivy Andrews. Das ist der dritte Teil der Love-Reihe und die erscheint am 19. Oktober. Band 1 habe ich ja überraschenderweise absolut geliebt. Ich habe so gefühlt mit wenig gerechnet und bin absolut begeistert aus dieser Geschichte raus. Bei Band 2 hatte ich ja ein bisschen was zu meckern, besonders weil eben die gleiche Geschichte nochmal erzählt wurde, mehr oder weniger natürlich von einer anderen Protagonistin, aber man bei vielen Dingen einfach schon wusste, wo es hinläuft. Dennoch freue ich mich auf den dritten Teil, denn dieses Love ergibt ja diese drei, also vier Buchstaben zu den jeweiligen Protagonisten und wir lernen hier jetzt Val etwas intensiver kennen, die wir natürlich aus Band 1 und 2 schon kennen und ich bin definitiv sehr neugierig, was A Single Touch so hat. Was es mit dieser Berührung auf sich hat und man kennt ja Val schon und erahnt, in welche Richtung es geht. Ich hoffe halt jetzt nur, dass wir nicht die Geschichte wieder von vorne beginnen und wieder alles, was die vier gemeinsam erleben, nochmals erleben. Also ja, das fände ich tatsächlich sehr anstrengend und der vierte Teil erscheint dann im Dezember. Und das ist auch wirklich ein schöner Rhythmus, wenn alle zwei Monate ein Buch erscheint. Das finde ich tatsächlich richtig schön und finde ich auch von der Überbrückungszeit. Also man vergisst nicht so viel, man ist noch irgendwie mitten dabei und auch die Farbe vom dritten Teil gefällt mir mega gut. Ja, wir treffen hier auf Val, die ihr Auslandsjahr am renommierten Plymouth College of Art antritt und sie hofft, ihrem gebrochenen Herzen endlich die nötige Ruhe verschaffen zu können. Sie will sich voll und ganz auf ihre Leidenschaft, die Modefotografie, konzentrieren und das Leben in dem ihr fremden Land genießen. Von Männern, Lügen und Geheimnissen hat sie erstmal genug. Doch dann steht plötzlich Parker Gibson vor ihr, der sich nicht nur als überaus charmant und fürsorglich entpuppt, sondern auch als ihr Vermieter. Schon bald teilen die beiden mehr als nur vier Wände, doch Val ist skeptisch, denn Parker scheint etwas vor ihr zu verbergen. Und wir kennen natürlich den Vermieter Parker schon und wissen so aus Erzählungen, dass die beiden ja eine ganze Zeit vor den drei anderen Mitbewohnerinnen auch schon zusammen gewohnt haben. Und ich bin da schon neugierig, ob uns diese Vorgeschichte jetzt im Grunde erzählt wird, natürlich mit einem Reinschnitt dann auch in die bereits bekannte Geschichte. Aber ich hoffe halt, dass uns das, was wir schon zweimal jetzt gelesen haben, nicht nochmal durch dritte Augen erzählt wird. Weil, ja, ich weiß auch nicht. Natürlich kann man dadurch jeden Band einzeln lesen, aber, oder unabhängig voneinander, aber für alle, die die Reihe lesen, ja, schauen wir mal. Beim nächsten Buch handelt es sich ebenfalls um eine Fortsetzung und zwar Der Orden des geheimen Baumes. Die Königin erscheint am 19. Oktober und ist von Samantha Shannon. Und der erste Teil erscheint ja jetzt im September und oder ist jetzt zu dem Zeitpunkt des Videos schon erschienen, habe ich aber noch nicht gelesen. Dementsprechend kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen, ob ich den zweiten Band auch lese. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass hier schon die Rede vom finalen zweiten Band ist. Und ich dachte aber ja, es wird drei Bücher geben, weil ja von der Magierin, der Königin,
und einer Drachenreiterin die Rede waren, aber scheinbar kombiniert sich das irgendwie. Ja, ich bin definitiv gespannt, ob der zweite Band bei mir einziehen wird, denn das würde ja bedeuten, dass mir der erste Band gefallen hat und das seht ihr dann natürlich in den Neuzugängen oder dann eben auch in den Bücherwochen jeweils und ja, dennoch bin ich mega gespannt auf dieses große Fantasy-Epos, als dass es angekündigt ist und man hat ja auch gerade ja, von Samantha Shannon schon einig Positives gehört. Ich habe ja auch die Bone Seasons, zwar noch ungelesen hier, aber ja, das Geheimnis, wie war es jetzt, das Geheimnis? Der Orden des geheimen Baumes klingt aber definitiv einfach richtig, richtig toll und ich bin mega, mega neugierig. Und dann ist endlich Oktober und es ist Zeit für Sebastian Fitzek. Richtig, ganz klassisch, wie gefühlt in den letzten Jahren, bringt er im Oktober seinen Psychothriller heraus. Diesmal heißt er Der Heimweg und erscheint am 21. Oktober. Für meinen Begriff irgendwie eine Woche zu früh, weil ich weiß, dass der sonst immer in meiner End-Oktober-Urlaubswoche rauskommt. Also ist er hier gefühlt zu früh, aber wie ihr jetzt schon hört, werde ich Ende Oktober wohl eine Woche frei haben und dann mal eine Nacht mit Sebastian Fitzek verbringen. Ja, klingt auf jeden Fall auch wieder nach einem Mega-Thriller. Wir wissen natürlich bei Fitzek, dass er zwar definitiv schreiben kann, Page-Turner schreiben kann, ich finde auch Spannung erzeugen kann, aber dass er sich manchmal bei den Wendungen übertreibt. Und so war es ja auch im letzten Jahr beim Geschenk. Ja, also ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. So, Klappentext. Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben schon begonnen. Der neue Bestseller von Sebastian Fitzek. Es ist Samstag, kurz nach 22 Uhr. Julis Tannberg sitzt am Begleittelefon, ein ehrenamtlicher Telefonservice für Frauen, die zu später Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen und sich einen telefonischen Begleiter wünschen, dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Nacht nach Hause führt oder im Notfall Hilfe holt. Noch nie gab es eine wirklich lebensgefährliche Situation, bis heute, als Jules mit Clara spricht. Die junge Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal überfallen hat und der mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte. Claras Todestag. Und dieser Tag bricht in nicht einmal 2 Stunden an. Geheimnisvoll, beklemmend, nervenaufreibend. Sebastian Fitzeks bislang unheimlichster Psychothriller. Ja, also die Vorstellung, dass jemand an meine Wand ein Datum schreibt, was mein Todesdatum ist und ich weiß dann irgendwann, oh, jetzt ist das morgen soweit, das ist schon eine creepy Vorstellung. Und ich weiß nicht, wie nah sowas an der Realität ist, aber es wird eine Hintergrundgeschichte bei Fitzek geben, die ja oftmals spannender und innovativer ist als das eigentliche Buch. ja, trotzdem bin ich total neugierig. Ich habe jeden Fitzek gelesen, nicht alle geliebt, aber ich ja, kann einfach gar nicht anders. Und ich freue mich sehr auf den Heimweg. Und diese Vorstellung, also von diesem Telefon, das kenne ich, dass es das gibt, finde ich auch tatsächlich eine sehr gute Idee und Möglichkeit, ja, Frauen einfach nachts oder abends des Weges so ein bisschen zu beruhigen und zu unterstützen und ja, gegebenenfalls durch diese Hilfe zu holen. Aber wie das in dem Fall und mit den Gesprächen sein wird, wie das dann eben auch ausgeschrieben ist, ich bin sehr, sehr neugierig. Und das letzte Buch ist dann von Jonas Jonasson, und zwar Der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. Und das erscheint am 26. Oktober. Ich habe bereits 2 Bücher von dem Autor gelesen. Zum einen Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, ist womit das bekannteste. Da gibt es ja auch eine Fortsetzung, die habe ich aber nicht gelesen. Und dann habe ich noch Die Analphabetin, die rechnen konnte oder gut rechnen konnte, ich weiß gar nicht mehr, auch gelesen. Und ich finde den Stil von Jonas Jonasson wirklich sehr speziell und man nimmt da immer was mit fürs Leben, ist so mein Gefühl. Und ich bin sehr gespannt, was es jetzt mit dem Masai auf sich hat. Und das verbindet ja so ein bisschen meine Liebe zu Afrika und dem Norden, in dem Fall Schweden, was ich ja auch ein super spannendes Land finde. Und ja, wir haben hier eine abenteuerliche Reise, eine geheime Mission, eine fast perfekte Rache, ein echter Jonasson. Klingt auf jeden Fall schon gut. Wunderbar verrückt und respektlos komisch. Profitgieriger schwedischer Galerist, der für Geld über Leichen geht, trifft auf kenianischen Masai-Krieger, der nicht genau weiß, was Geld ist,
dafür aber ein millionenschweres Gemälde besitzt. In seiner einzigartigen Erzählweise beschreibt Jonasson einen Kulturclash der Extraklasse und hält den Menschen den Spiegel vor. Wie in seinen bisherigen Weltbestsellern umgarnt Jonasson seine Leserinnen und Leser mit überbordendem Ideenreichtum und zeichnet seine Figur mit so viel Witz und Charme, dass es eine wahre Freude ist. Und ich bin schon allein, wenn ich Kenia lese und Afrika lese und Maasai lese, da bin ich natürlich schon gefühlt dabei, weil Kenia wirklich ein ganz wunderbarer Urlaub, eine wunderbare Reise in meinem Leben war, die ich ganz tief, obwohl sie schon 25 oder über 25 Jahre her ist, in meinem Herzen trage, auch dieses Erlebnis auf Maasai zu treffen. Ja, dementsprechend kann ich mir das wirklich ganz wunderbar in meiner Fantasie schon vorstellen, wie der Maasai hier nach Schweden reist und sich sein Geld holt für das Gemälde oder sagt, er will dieses ganze Geld gar nicht. Also es klingt nach einem echten Jonasson. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich definitiv auf das Buch. So wie natürlich auch auf alle anderen. Ich habe sie in der Infobox, guckt da vorbei. Und ich bin natürlich mega neugierig, ob euch eins der jetzt vorgestellten Bücher anspricht und ja, auf was ihr vielleicht im Oktober wartet. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, wird es die Buchmesse geben? Aktuell heißt es ja immer noch so ein bisschen ja. Sie wird stattfinden, wenn auch ein bisschen verteilter. Ich werde nicht zur Frankfurter Buchmesse gehen. Ich bin sowieso kein so großer Fan der Frankfurter Buchmesse, weil mir das alles zu groß ist. Dementsprechend werde ich das nicht so wirklich vermissen. Weiß auch nicht, ob das tatsächlich die klügste Entscheidung ist, aber mich fragt am Ende ja keiner. Dazu könnt ihr mir ja auch gerne mal eure Ideen und Gedanken in die Kommentare packen, wenn ihr wollt. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.